Hallo ihr Lieben, liebe Patientin, Kanasseure, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sortenberichte. Ja, diesmal begrüße ich euch mit der Sorte von Hawaii und zwar Chatterbox. Ja, als ich die Dose bzw. das Glas aufgemacht habe, bekam ich sofort diesen waldig-erdigen Geruch in die Nase, aber dazu später mehr. Ja, was soll ich sagen, jetzt ohne viel zu verraten, vorhin. Es hat mich wirklich förmlich umgehauen. Und ich sage das wirklich selten bei einer Sorte. Gut, es war zu erwarten bei 32%, dass es ihre Wirkung zeigen wird. Doch ich bin eigentlich höhere THC-Gehalte gewohnt. Also Respekt für diesen Strain, der gerade für Schmerzpatienten wohl der Hammer zu scheinen scheint. Aber schauen wir uns das jetzt mal an. Ja, Chatterbox zeichnet sich durch ein exquisites Geruchs- und Geschmacksprofil aus. Wie ich schon erwähnt habe, schnuppert es wirklich so erdig, hat aber auch eine leichte, so chemische Aromen, sage ich immer. Aber auch diese Note von Zitrone macht sich bemerkbar und macht es auch sanfter irgendwie. Kommen wir jetzt zur Aromaprüfung. Dann testen wir mal. Ich hoffe, das schmeckt nicht nur so waldig, weil ich jetzt hier im Wald bin. Nee, es schmeckt wirklich erdig, waldig. Aber es kommt auch so eine fruchtige Note durch. Aber stark ist es. Wow. Cool. Ja, die Blüten sind eher groß, wie ihr seht. Nicht ganz so hart, wie man es von anderen potenten Sorten gewohnt ist. Also auf keinen Fall mit komischen Sachen da behandelt. Ja, sehr interessant, beziehungsweise es ist eine schöne Konsistenz, wie ich finde. Und natürlich mit Trichomen übersät. Also das lobe ich mir. Und beim Grinden ist es auch noch sehr ergiebig. Man hat das Gefühl, irgendwie ein bisschen länger was davon zu haben. Also mich als Schmerzpatient hat es wirklich positiv überrascht, dass ich wirklich höhere THC-Werte gewohnt bin. Man merkt sofort nach der Einnahme, wie es wirkt, wie es wärmt. Und also ich fühle mich auf jeden Fall eher gut aufgehoben, also jetzt nicht abgehoben. Es hat eher eine sedierende Wirkung auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zum Drücktest. Hier seht noch mal, was für eine tolle große Blüten auch dabei sind, wo das auch viele ärgert. Man kann es nie jedem recht machen, weil da natürlich auch wieder mehr Stängel dabei ist. Aber so sind Pflanzen nun mal aufgebaut. So, ich mache mir mal eine Knospe da ab. Könnt ihr auch mal schön reingucken. Seht ihr auch noch mal. Drücktest. Also ihr seht, es ist noch eine gute Restfeuchte da. Es lässt sich nicht einfach so zerbröseln, also nicht zu trocken. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch nach dem Grinden ein bisschen ergiebiger. Chatterbox zeichnet sich durch ein wirklich exquisites Geruchs- und Geschmacksprofil aus. Chatterbox hat ein THC-Gehalt von etwa 32%, was auf eine wirklich potente Wirkung hinweist. Die Sorte wird in Apotheken übrigens als Hawaii 30-1 CBX angeboten. Chatterbox ist ein Indica-dominanter Hybrid. Durch den vergleichsweise hohen THC-Gehalt ist die Sorte eher für erfahrene Patienten und Patientinnen in Nachmittags- ja, oder sogar Abendstunden geeignet. Bei Schmerzpatienten sieht es natürlich anders aus. Ja, die Preise können, wie ihr wisst, immer ein bisschen variieren, je nach Apotheke. In unserer beträgt er stabile 9 Euro. Chatterbox ist eine Kreuzung der Sorten Slurricane und Magies oder Magies Mints. Die exklusive Craft und Charge von Chatterbox wurde von Miracle Valley in Kanada mit höchster Sorgfalt produziert, um eine außergewöhnliche Qualität zu gewährleisten. Und jetzt zeigen wir euch noch die Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils. Und wie immer der Hinweis, der Terpen-Gesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können natürlich ein bisschen variieren. Der Limonanteil liegt hier bei hohen 44%, was auch das Zitronige erklärt, bei 13%, Linalol bei 11%, Carophyllen bei 10%, Myzen
mit immerhin 7% und das mit 6% und dann haben wir noch die sonstigen mit 9%. So, und jetzt kommen wir nochmal zur Zusammenfassung. Cheddarbox ist ein Indica-dominanter Hybrid mit einem THC-Gehalt von 32% und einem CBD-Gehalt von bis zu 0,1%. Ja, das Aroma und der Geschmack ist eher waldig, zitronig, aber auch etwas diesellastig. Ja, nun noch zu meinem Fazit. Also ich bin begeistert von dieser Sorte, denn sie ist wirklich angenehm zu konsumieren, trotz ihrer hohen Werte. Ja, und am wichtigsten ist für mich die Wirkung. Also wenn ich so meine Schmerzen in einer Skala von 1 bis 10 sehe und gerade mit einem Schmerzpegel auf 8 oder 9 bin, dann komme ich durch diese Sorte schon auf 4 oder 5. Also kann ich sie runterpegeln. Also das schaffen eigentlich nur Morphine in oft mehreren Stunden. Natürlich auch zu empfehlen bei Nerven- oder Schlafproblemen. Ja, diese Sorte gehört also in den Medizinschrank, wie ich finde, und verdient absolut den Daumen nach oben. Ja, in diesem Sinne, bleibt's gesund. Erzählt mir eure Erfahrungen mit dieser Sorte oder auch mit anderen in den Kommentaren bitte. Ich hoffe, ihr habt die Glocke angestellt. Ansonsten anmachen. Und ihr dürft mich auch gerne natürlich unterstützen auf Patreon oder auf andere Art und Weise. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Baba. Und jetzt werde ich medizinieren.